So, schau mal, Leute. Hier haben wir ein kleines Lavalier-Mikrofon von Rode, das noch per Kabel in die Kamera geht. Aber das könnte sich eventuell in Kürze ändern. Denn Seven Artisans, eigentlich eher für Objektive bekannt, hat etwas Neues auf den Markt gebracht, das D-Mic S. Eine Audiofunkstrecke mit zwei Sendern und einem Empfänger. Und das packen wir jetzt mal aus. Tada! So kommt das Päckchen fast aus China. Ich glaube, es war eher eine Versandadresse aus Deutschland, aber zumindest bestellt wurde es in China. Und das packen wir dann jetzt mal zusammen aus. Als erstes fällt mir auf, dass neben dem Plastikkram, weg damit, ein Beutel von Seven Artisans mit drin liegt, der das anscheinend nicht mehr so richtig in die Originalverpackung geschafft hat. Also keine Ahnung, ob man die Verpackung nicht vorher designt und berechnet, aber vielleicht war das ja auch eine kostenlose Dreingabe. Nein, glaube ich nicht wirklich. Okay, hier ist er, der niedliche kleine Karton. Da steht drauf, was drin ist. Seven Artisans D-Mic S. Los geht's. Hasse Verpackung. Hier seht ihr. Dort steht drauf, was drin ist, drin sein sollte. Seven Artisans D-Mic S. Ich hoffe, ich spreche den Hersteller richtig aus. Das ist ja immer nicht so einfach mit den chinesischen Herstellern. Aber viel wichtiger, der Preis. Auf der Webseite, auf dem offiziellen Store, sind es 109 US-Dollar. Und PayPal macht daraus 104,42 Euro. Und zwar inklusive Versandkosten. Die waren nämlich versandkostenfrei. So, aber jetzt geht's los. Auspacken das gute Stück. So, geht das auch irgendwo auf hier? Ja. Tada. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, zumindest noch. Und da geht's los mit dem Entnehmen. Es fällt als erstes die tote Katze raus, die Dead Cat. Zwei Stück, logisch, wir haben zwei Mikrofone. Dann USB auf USB-C. Dann einmal Klinke, Spiralkabel. Dann nochmal Klinke, Y-Kabel. Hier steht dann drauf einmal für einen Eingang für die Kamera. Und einmal für die Kopfhörer. Ja, wenn ich lesen kann, dann gibt es auch ein Bild hier dazu. Dann USB-C auf Lightning. Geil. Denn ihr könnt es dann auch direkt zum Beispiel an euer iPhone oder Android-Smartphone anschließen. Zum Beispiel wieder dann hiermit, logischerweise USB-C auf USB-C. Überraschung. Noch ein Beutel. Also, ein Beutel war außerhalb der Verpackung. Ich glaube, die sind auch beide gleich groß. Ja, also, die nehmen sich nichts. Vielleicht gab es dann doch noch einen Beutel extra dazu. So, ein Beutel außerhalb. Ein Beutel war innerhalb der Verpackung. Also, ich lege euch die Kabel noch mal einzeln. Tote Katze. Also zweimal tote Katze. Kabel hatten wir gerade, beiseite damit. Und weiter im Text. Schaumstoff. Na komm her. Wo geht's das?
ein nettes kleines Kästchen, ein was auch immer, nochmal Schaumstoff und ein bisschen Papierkram. Da schaue ich aber später rein. Ansonsten Karton leer. Der ist gar nicht mal so günstig und billig gemacht. Also bei dem Preis Respekt. Aber es geht ja nicht um die Verpackung, sondern um den Inhalt. Meine Fresse. Also wirklich nicht billig, kann man nicht sagen. Hinten dran zum Laden der USB-C-Port. Und tada, wir machen es auf und sofort geht das Ding auch schon an. Schauen wir mal. Also hier, Empfänger, Mikrofon. Ja, die ganzen Dinger sind auch schon gekoppelt, wie ihr seht. Und das sieht tatsächlich gar nicht mal so verkehrt aus. Hier vorne sehen wir das Mikrofon. Hier an der Seite nochmal ein Eingang für ein extra Lavalier. Dann haben wir nochmal USB-C. Wir haben weiterhin an der Seite zwei Knöpfe. Also ich muss gestehen, ich bin einigermaßen überrascht für diesen Preis. Aber man kann sehen, wenn wir jetzt nochmal ins Innere von der Box schauen, hier sind die Kontakte zum Laden. Ob man sich jetzt bei anderen Herstellern hat inspirieren lassen oder nicht, das überlasse ich jetzt mal euch. Aber irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Ja, so schaut's aus, wenn es verpackt ist. Schließt magnetisch und fertig. Und noch einmal. So. Ich denke, das war es für den ersten Teil. Ich werde mir das Ganze nochmal genauer anschauen. Vielleicht mache ich gleich nochmal doch noch einen Tontest für euch. Dazu muss ich die aber erstmal verbinden. Bin gleich wieder da. So, der Empfänger ist jetzt per Line-Kabel mit dem Atomos Ninja V verbunden. Das eine Mikro hängt jetzt bei mir vor der Brust. Ganz normal am T-Shirt angeklemmt. Das zweite ist noch in der Box und ja, ich hoffe, ihr könnt die Tonqualität für euch schon mal bewerten. Ich werde gleich nochmal den externen Anschluss nutzen, also das Lavalier hiermit anschließen. Und dann könnt ihr euch schon mal einen ersten Tonvergleich anstellen. Also, wenn Fischers kleines Fritzchen gar keine Fische mag, dann muss er halt einen Döner essen. Ne? Ja, wir haben jetzt das Lavalier angeschlossen, es hängt bei mir in der Brust. Das zweite Mikrofon, was eben gerade noch am T-Shirt hing, das liegt jetzt links neben der Box, wie ihr sehen könnt. Und den Ton, den dürft ihr für euch gerne selber bewerten. Also nochmal, wenn Fischers kleines Fritzchen gar keine Fische mag, dann muss er halt einen Döner essen. Ne? Gut, das war der erste Tontest nach dem Auspacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teil 2 versuche ich so schnell wie möglich nachzuschieben, wenn ich mich näher mit dem ganzen Teil beschäftigt habe. Hier fliegt eine Fliege rum, auch nicht schön. Ja, bis dahin, danke fürs Reinschauen.